Das kann ich gar nicht glauben. So, hier garantierter Erfolg. Ein paar Pluspunkte wenigstens wieder gemacht. Gesehen. Ah. Ich. Boah, gute Frage, jo. Das ist ein Wegweiser, ja, nee. Okay, das ging nicht, weil sie das Bedürfnis noch nicht hatten. Ah, na gut. Ergibt irgendwo vielleicht auch Sinn, ja. Dann. Ich wusste, dass diese Crew oh, sich nicht hängen lässt. Was haben wir? Kein Kapitän könnte mehr verlangen. Wir haben ein gusseiserner Kartätschen. Okay, Kartätschen-Mörser. Und zwei Karten. Ist okay. Da der fast eh untergegangen ist, jo. Dann ist das wirklich okay. Auf jeden. Und dann, wenn wir dann hier so die Häuser reinballern. Sowieso, statt die ganzen Häuser auszubauen, wir müssen die eh mal wieder verschieben. Wir haben ja oben noch 1000 Häuser stehen, weißt du? Ja, du willst sie ja, baust ja aus immer. Ja, ja. Du baust die immer als Blaupausen. Ja, ja, aber die benutzen wir ja leider direkt dann ja für neue Häuser und nicht für die alten. Ach so, meinst du das? Ja, ich muss dann welche abreißen. Ja, das ergibt Sinn, ja. Ja, werden wir gleich schon irgendwie schaffen. Guck sofort dann nochmal. So, hier brauche ich nochmal eine Schule, glaube ich. Zack. Dann da so eine... hier? Ich könnte mal in der Schule hinballern. Hier nochmal ein Häuschen. Wir hoffen, dass das passt. Sehr schön. Da müsst ihr jetzt halt nur bedenken, das werden halt noch alles Handwerkerhäuser, die wir dann noch vielleicht mit einem Skin oder sowas ausstatten. Dann sieht das auch nochmal alles nochmal ein bisschen anders aus. Nochmal ein bisschen besser, würde ich jetzt einfach mal großspurig sagen. Irgendwie so. Zack. Ist natürlich nicht so einfach, hier auf so einem kleinen Feld mit ordentlich Kanälen zu bauen. Könnte man theoretisch aber auch nochmal. Oder nach da. Es ist natürlich da die Eisenschiene ein bisschen im Weg, ne? Da müssen wir da sonst warten drauf, bis sie dann wieder weg ist, da. Eisenbahnschiene da ein bisschen in the way, aber das ist schon in Ordnung. So, zack. Meinetwegen auch gerne einmal. Hallo? Zack. Das Bäumchen so. Genau. Und dann können wir einmal alle abreißen hier. Alle Blaupausen einmal. Zack. So. Und dann mal bitte ersetzen. Können wir auch direkt durch Arbeiterhäuser ersetzen. Das ist ganz gut. Davon haben wir auch noch genug hier oben rumstehen. So. Nein. So, dahin bitte. Nochmal 2x2. Jetzt mal die großen Lücken hier füllen, würde ich sagen. Und nochmal hier. So, jetzt kommen, haben wir natürlich viele einzelne Lücken auch. Das wird natürlich jetzt ein bisschen mehr Arbeit, aber das ist dann halt so. Zack, einmal rein da. Neue Gebäude wurden freigestellt. Oh, das ist aber jemand gerade sehr fleißig. Ja. Ich gebe mein Bestes. Das ist echt schwierig, da alles reinzuplanen. Direkt auch Krankheit am Start, ich sehe schon. Natürlich, kaum ist es freigeschaltet, muss ich doch da sein. Der Klassiker. Das ist auch eine Dreierreihe. Zack, komm mal her. Zack. Nee, das ist schon... Aber so kann das meinetwegen sein, das ist ja egal. Zack. Einmal hier kopieren. Machen wir gerne auch nochmal länglich. So, dann haben wir hier eine Dreierreihe.
Wenigstens kriegen wir gerade nochmal gut ein paar Häuser da oben weg. Das ist echt wichtig. Da oben sind sogar schon ein paar Ruinen gewesen. Auch gut. Ah, jetzt habe ich aufgerüstet. Boah. Ich vermisse es durchaus, obwohl ich Gott sei Dank. Das wollte ich gar nicht. Komm mal runter. Bitte, wir sind auf sie angewiesen. Oh, was machst du denn da drüben, Alter? Dass sie jetzt hier so sagen, sie sind auf die angewiesen. Was passiert denn da oben bei dir? Ja, einen Scheiß kriegen die von mir. Wow. Wollten Mehl. Weil Mehl ist natürlich ein bisschen schwierig. Da stellen die auch direkt Forderungen, ne, die wir nicht so schnell erfüllen können. Könnten. Mehl ist krass. Mehl müssten wir von weiter her holen, das stimmt schon. Schiff vom Stapel gelaufen. Das ist natürlich keine kleine Aufgabe, die sie uns da geben. Nee. Das ist schon sehr frech gewesen. Dass sie überhaupt wissen, was Mehl ist. Nein, natürlich nicht. Die sind ja da direkt geboren. Ich glaube tatsächlich, das sind einfach dann auch einfach Zuwanderer da. Die wissen schon, was Mehl ist. Ja. Wissen ja auch, wie schwer es zu beschaffen ist. Also da wollten sie einmal eine Frage an, einmal eine nette Frage, ob sie ein bisschen was vielleicht zu essen haben können oder so. Mehl. Ja, für halt Brotbacken und sowas. Die waren, guck mal, die weißt du, die hatten dann wäre ich zerstanden. Ach, das wäre dann okay. So einfach wäre es gewesen, ja. Ach, Brot wäre dann okay gewesen, aber Mehl ist komplettes Unverständnis gewesen. Der Teufel fordert seinen Tribut. Das geht ja auch gar nicht, ey. Na, was ist los? Expedition, was haben wir denn da Feines? 90%, oder 90, zack. Belohnung entdeckt. Was haben wir bekommen? Alter. Die legendäre Museumsgegenstand. Was soll ich denn wegwerfen? Ich weiß nicht, was billig ist, was günstig ist. Keine Ahnung. Ja, schwierig. Da kann ich nur den Alkohol wegwerfen. Ja, dann ist das der Alkohol. Na dann. Legendärer Museumsgegenstand, Alter. Bei aller Liebe. Da müssen wir weiter rein. Da kenne ich gar nichts. Zur Not geht das Schiff unter, Alter. Hauptsache, wir haben es versucht, das den Museumsgegenstand nach Hause zu holen. So. Zack. Sehr schön. Dann würde ich sagen, kann man doch mal machen. Wie gesagt, dann ändert sich das hier nochmal ein bisschen. In die Häuserstufe und so, aber dann. Und hier nach links gehen wir auch nochmal mit ein bisschen Kanal, dann denke ich hin. Hier haben wir dann so den Center. Das Zentrum so ein bisschen. Gefällt mir gar nicht so schlecht. Sehr schön. Da wird dann noch ein bisschen was passieren, aber halt nur, wenn wir den Platz haben. So den botanischen Garten. Den in den Park reinzuräumen ist, glaube ich, nicht so schön. Zwar hast du ein paar Pflanzen da drin, aber ich sag mal so, du brauchst auch viel von diesem Weg und so. Und dann hast du da einfach so ein, weiß ich nicht. Botanischer Garten wäre eigentlich auch eine geile Möglichkeit. Ich weiß nicht, wie du den da. Müsste man noch überlegen. Na gut, die können wir meinetwegen einmal alle aufrüsten, dann. Was ist das schon? Dann lassen wir den erstmal außen vor. Zack. Machen hier meinetwegen dann erstmal das Museum hin, ja. Würde ich sagen. Gut, hier haben wir natürlich die Speicherstadt, die wird natürlich größer. Die Frage ist, also können wir natürlich gucken, dass wir da so ein gewisses Hafengebiet schon abstecken, damit wir da hinter Häuser bauen können. Ist, denke ich, nicht verjährt. Die Insel eines Konkurrenten wurde eingenommen. Lol, was? Ein Beester, Tatsache. Silver hat den ersten Schlachtkreuzer, sehe ich gerade. Das ist ja unbelievable Baller. Wenn ein Beester angreifen. Scheiße. Wurde eingenommen. Warte, da muss ich jetzt mal direkt gucken in der alten Welt. Hat aber keine Investoren. Die kaufen sich nichts von den KIs, ne? Von der neuen Schalenkräfte oder nicht, ne? Und sein Aussehen von einem. Nö, ich glaube nicht. Das Ding ist, ich gucke auch auf der Karte und sehe auch gar nicht so viele Schiffe umherfahren. Wir haben halt auch viele. Oh, das hat sich alles ein bisschen geändert, weil sie mehr auf Luftschiffe gehen? Ich weiß das nicht. Das glaube ich nicht. Dass der Fokus dann halt auf die Schiffe plötzlich weg ist. Aber ich sehe auch hier kaum Schiffe rumfahren, muss ich sagen. In der alten Welt vor allen Dingen. Da war ja noch damals so richtig viele Militärschiffe auch immer unterwegs gewesen. Sie sehen so untätig aus.
Einfach so anderer Leute Zeit zu vergeuden. Ja, was fällt Ihnen ein? Das ist hier bei Hunty Dunty. Ich mag mir das einbilden, aber ich glaube, Hunt ist größer geworden auf ihrer Hauptinsel mit den Ingenieuren. Ich mag es mir aber einbilden. Wäre ja sehr cool. Schiff vom Stapel. Ich baue doch hier gerade, während ich gucke. Da rüstet sie mal ein paar Häuser auf. Hier reißt ein Haus ab, baut es wieder hin. Alter, was macht die denn da? Ist gerade voll interessant. Alter. Da sieht man auch wieder, dass es KI ist, plötzlich sind so 1000 Sachen platziert. Das war sehr interessant, weißt du? Heilige Scheiße, wir können hier gar keinen Walfänger bauen auf der Kacke. Soll ich dir was erzählen? Weißt du, wenn wir Häuser ausbauen, ne, dann dauert das ja mal eine gewisse Zeit. Die baut direkt die Häuser zu Handwerkern direkt aus. Alles klar. Cool. Aha. Das ist wohl dieses Handicap, von dem die Leute immer reden. Das ist cool. Also sie vergrößert auf jeden Fall ihre Stadt noch. Vielleicht brauchen die echt gerade einfach länger. Das kann ich mir auch vorstellen. Aber die ist ja am Bauen, so ist es nicht. Weiß nicht, aber vielleicht ist es auch, wie gesagt, der gute alte Malching, der hier nervt. Scheiße, ey. Naja. So, du bist immer noch in der Arktis zugegen. Hast auch direkt alles vollgebaut, so gut wie es halt irgendwie ging. Ja, mehr ist auch nicht möglich, du. Eine Krankheit ist ausgebrochen. Pemikan-Räucherei, wo willst du denn. Achso, wo willst du den Pemikan herbekommen? Ja, ich kauf die. Wohnressourcen, achso. Keine Angst vor Splittern. Echt ein Problem, Alter. Ach, scheiße, wir müssen zurückkehren. Das eine Schiff. Ja, dann zurück, da ist es so. Bei 2%. Kann ich immer gewinnen. Das ist der Rettungseinsatz gewesen. Ich sagte, das hätten wir beim nächsten Mal geschafft. Ja. Boah, ist das ärgerlich. Naja. Gewiss. Ich sag mal, so wie es ist, ich glaube, voller wird die Insel auch nicht. Ja, aber irgendwie muss ja noch eine Kantine hin. Also du kriegst halt hier noch Robbenfälle hin draußen, aber das war's. Öllampen. Ich muss noch eine Öllampenproduktion irgendwie machen. Leute. Ich kann nicht mal die Dinger daran setzen, diese Robbendinger, da, weil da kein Platz mehr ist. Man kann es ja leider nicht auf dem Wasser platzieren, die Dinger. Wir haben keine Robben hier. Hi. Doch, haben wir. Na klar. Auf den kleinen Inseln ist immer, glaube ich, Robben gewesen. Und das muss man immer genau von der kleinen auf die größeren Inseln holen. Ja, dann mach mal bitte. Wir sind theoretisch jetzt gerade 4000 im Minus, wenn du nichts machst. Ja, ich gehe runter, ne? Ich gehe immer wieder runter. Besser ist es. Richtig so. Pressen Sie den letzten Tropfen. 26.000 ist auch noch lecker. Dabei 77 Einfluss. Man sagt gar nichts mehr, ne? Auch letztes Mal schon nicht. Okay. Vielleicht hat es mir leider aufgegeben. Das kann sein. Das hier sollte ich wohl besser einem Stadtmenschen vorlegen. Eventuell haben wir da oben gerade ein kleines Pestproblem. Da mal ein paar Hospitale hin vielleicht. Etwas sparsamer ein, ja? Sprunghaft, Rachsucht. So. Finden und holen Sie die Schweine der Bäuerin. Die kommen da schon mal eins. Ich hoffe, sie gehen da mit. Natürlich sind wir immer an Hallöchen. Lass eine Allianz alles zu überdauern. Alter, jetzt geht aber ab. Sie führen ihr Geschäft wie ein kopfloses Huhn. Alter, kommt direkt auch die nice. Disses. Sie sind ein sehr vernünftiger Mensch. Ich würde sagen, da haben wir einen neuen Handelspartner. Nice. Ein billiger Trick. Alter, ich sammle jetzt hier 5 Schweine und ich weiß jetzt schon, ich bekomme 5-mal Wurst, Alter. Ich glaube, das war die Mission. Möchte man eigentlich die letzten Schweinchen nicht suchen, ey. Das lohnt sich ja gar nicht. Ach komm, ich spekuliere einfach, dass das nur die 5 Würstchen waren. Nee, weg mit dir. Nee.
Ich werde jetzt hier keine 5 Schweine suchen dafür, dass du dann da einfach mir nur 5 Wurst gibst. Damals vielleicht. Damals hätte ich es vielleicht noch angenommen, aber heutzutage nicht mehr. Das bringt doch immer nur Wurst, ne? Naja. Deswegen, es ist nichts, nicht lohnenswert, nicht lohnenswert. So, genau, da haben wir ein bisschen was in Capsuloni ausgebaut. Das ist ja mal ganz schön. Diese Zahlen hier. Hin und holen Sie den Zeitungsjungen. Guck mal, das kann doch hier schon mal einfacher. Erfolg. Und Ackerwinde. Haben wir nicht haben. Ein großer Moment. Oh ja. Ich wusste, dass diese Crew. War ja auch eine Dreier, ne? Was? Achso, ja. Na, ein legendäres ist dabei. Naja, ist ja wenigstens etwas. Was? Und wir haben einen mesoanischen Hafen noch dazu bekommen während der Dings. Das ist geil. So, dann schicke ich meinetwegen kurz mal wieder ein Schiffchen los. Neue Befehle? Lol, du hast ja schon Schiff vorbereitet, machen, ne? Ja. Nee, das ist dann... Ach, einmal mit aber noch nicht abgebaut. Okay, dann machen wir das mal kurz fertig, ja. So, warte mal, erstmal hier alle weg. Wir haben sehr viele Linienschiffe, sehe ich gerade eigentlich, ne? Also auf der Hauptinsel sind ein paar. Mehr als bereit. Ja, mein Schlachtkreuzer für die Mission hier. Sukzessive mal Piraten, ja, Schiff zu weisen. Nochmal 2 Schlachtkreuzer, ne? Wie heißt du, Schiff? Du bist die Dulcinea 3. Dann nehmen wir dich dafür. Machen wir auch mal hier eine Expedition fertig. Wo ist die Dulcinea? Da. 24%, aber deswegen füllen wir das Ding jetzt ja auch noch. Zack. Was brauchen wir? Kampfkraft und Redegabe. Kommen wir über Schiff-Items generell. Oh, Redegabe, große weiße Flagge. Können wir mitnehmen. Redegabe, ja. Können wir vielleicht noch ein bisschen mehr mitnehmen, wenn es da sind. Kampfkraft auf jeden Fall auch. Wo ist das? Da, guck mal, der Kollege. Ah, der ist gar nicht für Schiff. Er ist ein Schiff-Item, aber ich kann ihn nicht reinsetzen. Auch gut. Ach, einfach nur effektiv. Nehmen wir den einfach trotzdem dazu, weil er gut ist. Meinetwegen... Navigation und Glück hier, oder wie das Ding heißt. Kommen wir mit rein. Wir haben nochmal ordentliche Redegabe. Das kommt auf jeden Fall mit. Können wir bestimmt noch was reintun hier, das. Also 74%. Meinst du, ist okay? 74 ist okay, auf jeden Fall. Na, dann ballern wir mal los. So. Die Frage ist, was mache ich jetzt? Ich könnte mehr Blaupausen bauen, aber da habe ich jetzt gerade ehrlich gesagt wenig Muße zu. Alter, ich wollte gerade schwere Geschütze kaufen und ein bisschen Gold, ne? Ist teuer. Nicht beides. 3 Stacks, 4 Millionen. Was machen wir? Ein dreister okay. Schwindel. Ist natürlich arschteuer, ist ja klar. Ich würde es noch nicht kaufen. 4 Millionen, gesagt. 4 Millionen, das haben wir nicht mal. Ja, nee, ich würde es auch nicht kaufen. Man kann ja, glaube ich, auch einen Teilbetrag noch holen. Würde ich auch nicht tun. Wow. Richtig eklig, ey. Ja, mit dem Handeln ist auch ein bisschen schwieriger. Bei Halo gibt es, glaube ich, ein paar mehr interessante Sachen. Wobei Goldbarren müssen, werden wir früher oder später wahrscheinlich sowieso handeln. Weil uns das Gold dann vielleicht sogar fehlt. Ja. Da kann es gut sein, dass wir da früher oder später dann mal sagen, so, jo, wir handeln jetzt Gold mit euch, weil wir genug Geld eh verdienen. Dann passt das schon. Ja, Gold werden wir handeln, aber das andere kann ja komplett nicht handeln. So, wir haben jetzt uns lange Zeit wieder in Capsuloni jetzt wieder aufgehalten. Ich würde sagen, wir gehen wieder in die neue Welt zurück und gucken jetzt mal, dass wir so langsam vielleicht mal so, weiß ich nicht, Fußbälle vielleicht mal machen. Bisschen mehr Variation mal reinbringen, ja, ne? Nicht immer hier immer das Gleiche hier. Nee. Ja, ich muss auch mal wieder ausbauen. Sieht auch schicker aus. So, wenn ich jetzt sage, ich möchte Fußbälle haben, brauche ich Kautschuk und eine Nandu-Farm. Nandu-Farm kann man überall machen. Aber wenn ich Nandu mit Elektrizität versorge, kriege ich sogar Federn raus. Ach du Scheiße, Alter. Das Geile ist halt eigentlich, dass dieser Staudamm auf Manola das die ganze Insel mit Strom versorgt. All die sagenhaften Länder ist das halt natürlich direkt irgendwie attraktiv, sowas wie die Sachen hier auf dieser Insel zu bauen, ey.
Also wie ja, nur die Fußbälle zum Beispiel, weil Fußbälle, wenn, oder wenn du nur die Nandu-Farm baust, dafür brauchst du Elektrizität, um die Federn zu bekommen. Ah, wie wir uns nach dem bei Eis ist das so, brauchst du die Rinderfarm. Oder warte hier. Doch, brauchst du eine Rinderfarm, damit du Milch produzieren kannst. Brauchst auch Strom. Sonst kriegst du keinen Strom raus. Keine Milch raus. Deswegen, du brauchst echt Strom. Warte mal, wofür wollten wir nochmal Kurital benutzen? Kurital? Ja. Weißt du das noch? Nee. Wir haben eine leere. Wir haben eigentlich noch zwei leere Inseln. Wofür waren die eigentlich nochmal geplant? Neue Welt, Kurital, ja. Wir haben zwei leere Inseln, ist ja egal welche von denen. Also oben haben wir einmal Kurital. Kurital ist drauf. Ein bisschen Kräuter, genau. Sonst haben wir ja grundsätzlich alles, natürlich Baumschulen und sowas müssen. Baumschulen, stimmt, es werden noch viele Baumschulen kommen. Das war es wegen auch dem Ethanol und so. Ja. Stimmt, das darf man nicht unterschätzen. Na gut. Dann werde ich, denke ich, jetzt mal Kurital einmal aus- oder vorbereiten. Für, was ist denn Kurital? Kurital werde ich vorbereiten mit Kräutern, also für das Mezcal-Getränk. Okay. Oder brauchst du, glaube ich, eine Infoanzeig. Ja? Ja, mach das. Da bin ich komplett raus. Genau, dann können wir auch da direkt Jalea herstellen, sogar auf der gleichen Insel. Das sind dann so beides Grundressourcen für die Artistas. Weil Jalea braucht auch Kräuter. Ah, dann brauche ich. Und gut, Elektrizität ist optional. Weiß noch nicht, ob ich hier. Ja, wobei, wir haben ja eventuell 15 Ölquellen, ne? So ist es nicht. Also, aber Elektrizitätszweck nur für die Jalea-Küche und so. Ja, gut. Wir werden viele Artistas haben. Wir machen Strom, dann machen wir da halt den Mezcal-Ausschank plus die Jalea-Küche, da halt so alles in einem, ich sag mal, Viereck. Dann das alles mit Strom versorgen. Ich glaube, das machen wir schon so. Das heißt aber, ich brauche jetzt wahnsinnig viele Transportschiffe. Weil jetzt wird wieder ordentlich transportiert hier. Du machst erstmal nur komplett Glas, bitte. Cool, Kurital bekommt dann also jetzt ein Makeover. Setzen uns einfach mal wieder dran. Unterwegs. So. Du bekommst dann ordentlich Stein einmal mit. Steuermann. Ach, in der neuen Welt unterwegs zu sein, ist auch einfach immer wieder schön. Ein schöner Vibe hier. Ja.